Ich fange gerade an, unsere Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler lieben zu lernen und das nicht nur, weil sie verdammt hot ist. Die Legalisierungsszene tut immer so, als wäre die Frau nicht in der Lage dazu mal was Richtiges zu sagen oder zu machen. Etliche Videoanalysen meines Kanals demonstrieren, dass sie schon viel Quatsch erzählt hat, aber es gab bereits Lichtmomente. Sie hat sich schon öfter für eine Heroinsubstitution für Süchtige ausgesprochen, was man nur befürworten kann, wenn man sich mal erfolgreich wenn man sich mal anschaut, wie erfolgreich die Programme sind. Und letzte Woche hat sie mal wieder einen Vorschlag gebracht, den ich befürworte. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte sie: Wer in Zukunft im Besitz von Cannabis für den Eigenkonsum von der Polizei erwischt wird, sollte wählen dürfen, ob er Bußgeld bezahlt oder sich freiwillig gezielt vom Experten helfen lässt. Klar, wir wollen auf lange Sicht eine komplette Legalisierung, aber mir wäre ein solches Modell deutlich lieber als das jetzige. Cannabisbesitz als Ordnungswidrigkeit herabzustufen würde sehr viel Geld sparen, weil es deutlich unaufwendiger ist als Strafverfahren. Psychisch sollte es auch für die meisten Konsumenten eine echte Erleichterung sein. Ich zahle lieber direkt 50 Euro Strafe, als dass ich Monate auf einen Brief warten muss, der mir meine Strafe offenbart. Und wenn man sich die Strafe nicht leisten kann, kann man ja dann die Therapievariante nehmen. Einige haben so eine Therapie sowieso bestimmt bitter nötig. In Deutschland gibt es ja außerdem das Legalitätsprinzip, welches besagt, dass Polizisten Straftaten nachgehen müssen. Dies gilt aber nicht für Ordnungswidrigkeiten. Das heißt, korrekte Polizisten dürften dann zum Beispiel auffällige Weed-Gerüche übersehen bzw. überriechen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Zusätzlich werden Ordnungswidrigkeiten in der Regel nicht in Kriminalakten gespeichert. Es wird also viel leichter sein, da keinerlei berufliche oder private Probleme zu bekommen, nachdem man erwischt wurde, weil man das dann leichter vertuschen kann. Diesen Aspekt feiere ich wirklich auch sehr, denn aus irgendwelchen Gründen ist es für mich sehr schwer zu vertuschen, dass ich ab und zu mal Gras konsumiere. Woher zum Teufel wissen die das? Einer der wenigen Nachteile wäre, dass man dann in jedem Fall eine Strafe oder Therapie bekommen würde. Bei der jetzigen Gesetzeslage ist es ja so, dass viele Verfahren eingestellt werden und man ohne Konsequenzen davonkommt. Ich hatte auch mal so einen Fall am Hals, der fallen gelassen wurde, aber allein die Anwaltskosten waren vermutlich schon teurer als so ein Bußgeld. Wie hoch dann so ein Bußgeld ausfallen soll und wie viel Gramm noch als Eigenbedarf gelten, wäre natürlich auch ein interessantes Detail. Wenn ich mich nicht irre, regelt es die Schweiz bereits heute so, dass man bei bis zu 10 Gramm ein Bußgeld von 100 Franken zahlen muss. Solche Zahlen wären für uns Bayern durchaus ein Luxus. Noch wichtiger wäre die Frage, ob das jetzt einfach mal so dahergesagt war oder ob Mortler wirklich versuchen wird, eine solche Änderung durchzuboxen. Ich hoffe es mal und ich hoffe auch, dass sie damit nicht so lange braucht wie beim Cannabis als Medizingesetz. Dieser ganze Anti-Mortler-Hype geht mir sowieso schon ein bisschen auf die Eier. Obwohl wir wahrscheinlich nach wie vor in den meisten Punkten uneinig mit ihr sind, lasst uns doch einfach mal unsere Taktik ändern und schauen, ob es was bringt, wenn wir anfangen, sie zu lieben und zu feiern. Für manche wird es vielleicht schwer, über so viele Falschaussagen hinwegsehen zu können. Es kommt aber nicht nur auf das Innere an, sondern auch auf das Äußere. Und sie ist einfach übel hot. Hey, oh shit. Muss mal, fuck, was ist denn das? Marlene Mortler ist fast so hot wie die Produkte in meinem Open Mind Shop. Checkt ihn aus. Außerdem gibt es jetzt einen Open Mind Discord. Den Link findet ihr unter dem Link zu meinem WhatsApp-Kontakt. Der ist auch sehr cool. Auf häufig gestellte Fragen habe ich bereits einen Bot einprogrammiert. Es sind nicht nur Drogenfragen dabei. Ihr könnt zum Beispiel auch fragen, was meine Lieblingsserie ist. Und ich versuche natürlich möglichst viele Fragen persönlich zu beantworten, aber es sind da schon tausende Nachrichten, die ich da bekomme. Also kann ich wirklich nicht auf jede antworten. Wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal. War jetzt, glaube ich, länger her, dass ich den Spruch genauso gesagt habe.